Mein Grossvater hat während seiner Arbeitszeit sich immer geweigert, an einem Computer zu arbeiten. Als er dann etwa 80 war, hat er mich dann mal gefragt, ob ich ihm nicht mal zeigen könnte, wie das funktioniert mit so einem Computer. Er hat mich das tief beeindruckt und er ist auch zu meinem Vorbild geworden, weil mir bewusst worden ist, dass ich mich selber auch immer wieder auf neue Sachen einlassen muss und neue Sachen ausprobieren und lernen. Als IT-Berater ist es meine Aufgabe, zum Unternehmen dabei zu helfen, sich selber neu zu erfinden und die digitale Transformation erfolgreich durchzuführen. Früher hat man eine Arbeit gehabt, die man dann sein Leben lang ausführen konnte. Heutzutage funktioniert das nicht mehr so, sondern man muss sich selber immer weiterbilden und auch neu erfinden. Ich persönlich zum Beispiel lerne gerne neue Sachen, indem ich E-Books lese und so immer versuche, auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein.